Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu Beginn meiner Rede ist mir noch einmal wichtig zu sagen, dass die deutsche Tourismus- und Reisebranche in dieser Pandemie eine einzigartige und auch harten Einschnitt ertragen musste und damit auch einen herausragenden Beitrag geleistet hat zur Bekämpfung dieser Pandemie. Deshalb in erster Linie noch einmal den 3 Millionen Beschäftigten ein ganz, ganz besonderes Dankeschön für Ihren Beitrag für diese Pandemiebekämpfung. Dieser Einschnitt, den die Beschäftigten erleben mussten, ist deshalb so bitter, weil wir auch in den letzten Jahren erfolgreich waren im Tourismus. Wir hatten in den letzten Jahren eine unglaubliche Beliebtheit. Wir waren 5-mal in Folge die beliebteste Marke in der Welt und hatten auch damit enorm viele Gäste. Wir waren Marktführer im Kulturbereich, in Städtereisen, Geschäftsreisen, Kongresse und auch Messen. Überall dort waren wir Spitze in Europa und teilweise auch weltweit. Und dass das so bleibt und dass wir auch nach der Pandemie weiterhin so erfolgreich sind, daran möchten wir gemeinsam arbeiten. Das ist, glaube ich, auch das, was uns gemeinsam im Tourismusausschuss immer getragen hat. Deshalb auch nochmal Dankeschön an alle Fraktionen, die dazu beigetragen haben. Vielen Dank auch nochmal, Frau Hiller, oben stellvertretend für alle, die jetzt aufhören wird. Aber auch Ihnen nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für die Arbeit der letzten Jahre, auch die Sie für den Tourismus gemacht haben. Wir haben viel getan in der Bundesregierung. Wir haben die Strukturerhaltung vorangetrieben, haben versucht, auch dort zu helfen, wo Hilfe ganz, ganz dringend notwendig war. Die Überbrückungshilfe 3, 100% Fixkostenerstattung, 6,4 Milliarden Euro ausgezahlt, 3,2 Milliarden Euro gingen direkt in die Tourismusbranche hinein. November-Dezember-Hilfe, ein wichtiges Hilfspaket mit 50% des Umsatzes des Vorjahres, eine Auszahlungsquote von 94%, 11,5 Milliarden Euro, größtenteils in die Tourismusbranche gingen diese Gelder hinein. Und auch erwähnt wurden bereits die Kurzarbeitergelder, insgesamt 30 Milliarden Euro, auch ein Großteil gegen die Tourismusbranche. Das zeigt, wir haben enorm vieles gemacht und haben gezeigt, dass wir die Branche und die Mitarbeiter nicht im Stich lassen, meine Damen und Herren. Jetzt geht es darum, aus der Krise wieder sicher herauszukommen, vor allem sicher und nachhaltig die Unternehmen zu begleiten. Und ich glaube, dass das wichtigste Thema ist, dass wir impfen und testen und damit Sicherheit auch für jeden Reisenden schaffen. Und ich bin froh und dankbar, dass wir bereits 37% der Menschen in Deutschland mit der Erstimpfung versorgen konnten und 9 Millionen Menschen haben schon die Zweitimpfung erhalten. Wir haben bundesweit eine zuverlässige Teststrategie. Auch das zeigt, dass wir vor Ort Sicherheit schaffen können. Und ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt, dass wir auch in dieser Pandemie erlebt haben, dass die Menschen vor Ort Verantwortung übernehmen können und auch vor Ort genau wissen, was sie tun. Und deshalb auch da haben wir großes Vertrauen, dass vor Ort auch wieder hier Enormes wieder geleistet wird. Ich freue mich, dass wir in dieser Woche und auch nächste Woche im überwiegenden Teil der Bundesländer wieder öffnen können. Cafés, Biergärten, Restaurants und Bars, Kneipen, Gaststätten werden wieder öffnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal auch für die Branche und für die Mitarbeiter. Wir brauchen keine Pläne, wir brauchen keine großen Modelle. Wir müssen jetzt wieder öffnen und das ist das wichtigste Signal auch für alle in dieser Branche. Urlaub in Hotels, in Pensionen, Ferienwohnungen sind in vielen Bundesländern zwar mit Auflagen, aber wieder auch in Pfingsten und nach Pfingsten machbar. Auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal, das sehr, sehr große Hoffnung auch wieder gibt. Wir ermöglichen Reisen auch nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, haben dazu auch vieles in den letzten Wochen beigetragen. Bundeseinheitliche Regelungen für Geimpfte und Genesene, flächendeckende Teststrategie, eine neue und auch unbürokratische Einreiseverordnung ohne Quarantäne, sondern mit einer ganz klaren Strategie mit Testen im Vordergrund. Und auch aus einem Risikogebiet kann man dann ohne Quarantäne nach Deutschland einreisen. Und die sichere Grundlage für die Zukunft wird der digitale Corona-Impfpass geben, der ab Juni dann auch bereitsteht und dann auch sicheres Reisen in ganz Europa für alle wieder möglich macht. Meine Damen und Herren, in den letzten Monaten haben wir, glaube ich, sehr schmerzhaft erfahren, wie wichtig es ist für uns, Menschen zu begegnen, Feste zu besuchen, Restaurants zu besuchen, Urlaub zu machen, zu reisen, Neues zu erleben, wieder rauszukommen. Und ich bin davon überzeugt, der Wunsch nach Reisen und nach wieder Neuem zu erleben, ist so groß wie noch nie. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass wir vor einem großartigen Sommer stehen, vor einem großartigen zweiten Halbjahr stehen in diesem Jahr und dass die deutsche Tourismusbranche, des deutschen 3 Millionen Beschäftigten auch wieder viele, viele neue Gäste wieder begrüßen dürfen. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir da wieder gemeinsam in diese starke Saison starten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas Barreis.
Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Christian.